Astronomische Karte. Komm, sag mir, dass auf der astronomischen Karte eine Nummer steht. Sie zeigt die Bahn eines Meteors, der die Erde trifft. Ja, was ist das hier? Rechter Knopf, linker Knopf. Ich bin mit Knöpfen hier jetzt mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden. Münzschlitz. Die Münzen hat doch der andere. Davy. Geh mal da hoch. Lustig. Jetzt gehen wir mal zum Münzschlitz. Wie viele Münzen? 10 Cent haben wir. Okay. Ich würde gerne erst wissen, was hier Kontrolltafel. Kann man die lesen? Bitte 10 Cent einwerfen. Ja, und dann? Wirklich starkes Teleskop. Benutze wirklich starkes Teleskop. Okay, kann ich jetzt irgendwie. Da ist ein Baum. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Okay, da war jetzt ein Baum. Geht's wirklich starkes Teleskop? Hier sind doch so Schalter noch dran. Da kann man offensichtlich nichts mitmachen. Ich hätte da jetzt mal gerne so ein bisschen dran gekurbelt. Drück wirklich starkes Teleskop. Das kann ich nicht bewegen. Zieh wirklich starkes Teleskop. Das kann ich nicht bewegen. Okay. Na gut, dann schmeiß mal deine 10 Cent da rein. Münzschlitz. Und jetzt kann der Bernie hier das mal benutzen. Sieht wieder nur einen Baum. Was bringt mir das jetzt? Mit den 10 Cent? Hä? Ach so, hier. Ach, ich bin ja ein Depp. Rechter Knopf. Es dreht sich. Benutzt wirklich starkes Teleskop. Aha. Okay, da war jetzt nicht wirklich was zu sehen. Kann ich da jetzt nochmal drücken? Drück. Es dreht sich nichts. Das heißt, wir brauchen nochmal Geld. Okay. Okay, wir haben aber kein Geld mehr. Dann gehst du mal runter. Oh, da musst du jetzt mal hier reingehen, bitte. Halt, geh mal hier rein. Da muss die Wendy nochmal schnell klingeln. Wendy, da muss der Ed raus. Ich habe so eine Ahnung, wo wir Geld herkriegen. Da war doch in dem Schwein, war doch noch Geld. Und wir müssen ja sowieso nochmal da rein zum Ed, weil da noch die Schlüsselkarte ist. Schnell verstecken. Verstecolatius. Schon wieder. Schon wieder. Entschuldigung, falls. Da rein. Und der Dave, der muss jetzt kurz warten, bis der weg ist, der andere Freak. Kann, denke ich, doch jetzt rausgehen und hier reingehen. Und schnell die Schlüsselkarte nehmen. Und schnell hier 10 Cent nehmen. Dann kann man hier auch noch mehr 10 Cent nehmen. Autsch, hat sich geschnitten. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas? Bett. Okay, ein bisschen Zeit bleibt es noch. Er ist gerade erst hier unten. Hier wohl jemand komisch sein, was? Ja. Das nächste Mal krieg ich das. Ja, ich krieg das. Öffne mal das Bett. Lässt sich nicht öffnen. Kann man das mit diesem scheiß strategischen Kommandokack hier? Lässt sich nicht bewegen. Was? Kommando, was? Hat jetzt hier eigentlich alles irgendwie noch. Nimm halt mal noch die letzten 10 Cent daraus. Gut. Und weg. Und weg. Und ab. Und ab. Juhu. Und jetzt gehen wir hier wieder hoch. Luke. Zum Luke. Den Luke hochklettern. Der hier rumrülpst, der Luke. Und jetzt zum Münzschlitz. Schlüsselkarte. 10 Cent. Benutze 10 Cent. Ja. So. Und jetzt drücken wir hier. Nein, drücken. Drück mal den rechten Knopf. Und der Burnet kann mal das Teil benutzen und mal gucken, was es da drin jetzt gibt. Aha! Aha! 0120. Ja, stand ja jetzt nichts dabei. Gibt es da jetzt noch mehr zu sehen? Man weiß es nicht. Wir machen mal weiter. Nee, halt, wir brauchen ja erstmal hier wieder den Dave. Der kann jetzt hier. Wie gut auch, dass wir die jetzt irgendwie beide hier oben haben.
benutze 10 Cent, ziehe nochmal mit dem Kontrolltäfelchen. Das klappt nicht. Ach nee, nicht mit dem Kontrolltäfelchen. Natürlich hier mit dem Münzschlitz. Dann kannst du hier nochmal drück auf den Knopf hier nochmal. Drück. Los. Es passiert offensichtlich nichts mehr. Dann vielleicht nochmal. Aha, es dreht sich. Okay. Da dürfte man ja jetzt eigentlich wieder dasselbe sehen wie vorher. Oder? Muss man jetzt eigentlich. Ja, genau, die Kante hier wieder. Will uns diese Werbesendung eigentlich auch irgendwas sagen? Wir probieren es jetzt echt nochmal auch in die andere Richtung. Dave. 10 Cent. Benutze 10 Cent hier mit dem Münzschlitz und drück nochmal hier nach links. Jetzt sieht man wieder den Baum. Ich glaube, jetzt haben wir kein Geld mehr, ne? Schade. Da müssen wir nochmal zum Weird Ed rein. Nochmal Kohle holen. Hoffentlich gibt es noch Kohle. Geh runter. Du bist fein. Warten wir mal hier und gehen mal zu Wendy. Die Wendy muss nochmal klingeln. Wieso ist die Tür zu? Ach, der Ed macht die immer zu. Drück mal auf die Türklingel. So, jetzt bin ich aber doch mal gespannt, was jetzt passiert. Ah, da ist kein Geld mehr drin, guck. Schade. Hoffentlich haben wir jetzt in die richtige Richtung gedreht. Weil ich anscheinend, puh, wenn jetzt der Dave keine Kohle mehr holen kann. Halt! Lauf schnell weg, da hoch. Oder? Kommt er hierher? Ups. Ja, aber offensichtlich war da ja eh kein Geld mehr drin. Dann schicke ich jetzt mal den Dave. Hallo? Dave? Geh mal da wieder hoch. Und jetzt... Ach nee, Quatsch, das ist ja hier falsch. Ach Mensch, ich wollte ja... Was machen wir denn eigentlich hier mit? Drähte. Kann man die eigentlich reparieren? Mit? Paket, Schlüsselkarte. Kleiner Schlüssel. Der hat nichts, um die Drähte zu reparieren. Dann nicht. Vielleicht mit den Tools. Vielleicht kann das der Bernie machen. Holen wir den doch auch mal runter. Vielleicht kann der das ja machen. Das hier hatten wir gelesen, ne? Oder? Ja. Der die Erde trifft. Gut, dann gehen wir hier wieder runter. Hoffentlich war das jetzt wirklich nur die Nummer. Das wäre sonst echt blöd. Gehen mit dem Bernhard. Kann man, steht vielleicht was auf den Pflanzen? Nein, da steht nichts drauf. Warte mal, wo wollte ich jetzt hin? Ach so, ich wollte zur... Aber wieso habe ich jetzt den Bernhard genommen? Jetzt, ich habe, oh Gott, jetzt habe ich hier völlig den Faden verloren. Wieso habe ich das jetzt nicht mit dem Dave gemacht? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Oha. Aber die Wendy, die braucht ja auch eigentlich noch irgendwie, die muss ja das noch verschicken. Die hat jetzt die Briefmarken. Dann braucht sie jetzt eigentlich noch, braucht sie noch einen Briefumschlag eigentlich? Telefon. Benutzt das mal. Und dann rufen wir die andere an. Und zwar mit 5235. Und der Bernie, mein Freund Bernet, geht jetzt gleich mal hier rein. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich wollte noch was machen, aber hab's dann verschuselt irgendwie. Und dann lesen wir hier drin mal. Komm, geh mal da rein. Da steht nichts drauf. Du sollst ja auch reingehen. Du sollst mal lesen, was hier auf dem Parfum steht. Da steht nichts drauf, okay. Dann aber schnell. Schnell hoch. Hoch, hoch, hoch. Kletter, 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 kletter. Schneller, kleiner Mann. Und hier haben wir ja jetzt den Wandsafe. Den versuchen wir jetzt nochmal zu öffnen mit unserer neuen Kombination. Hier 0120. 0120. Ja! Ja! Was ist da jetzt Schönes drin? Versiegelter Umschlag. Mach den mal bitte auf. Der wird jetzt entsiegelt. Wo ist er? Wo ist er? Wahrscheinlich sagt er jetzt wieder, das wäre aber illegal. Sprechen hier ein in so ein Haus, machen hier alles kaputt und sagen, das wäre aber illegal. Da war ein Vierteldollar drin. Ein Vierteldollar? Dafür jetzt den ganzen Unmus hier. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch machen wollte. Erstmal wieder Wendy. Ich muss jetzt nochmal anrufen.
dass der nicht festgenommen wird. 5, 2, 3, 5. Burnet. Ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen... Finde ich das jetzt, dass da nur ein Viertel Dollar drin war? Für was brauchen wir den denn? Für die Videospiele oder was? Sehr seltsam. Auch, dass Edna nicht mehr redet, ist sehr seltsam. Es spricht nicht mehr, schweigt still. Pflanze. Das sind immer alle Pflanzen, da steht nichts drauf. Raus hier. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch machen wollte mit ihm. Das war ja hier hinten eigentlich noch so ein Ding. Wir wollten ja mal probieren hier mit ihm da. Deshalb habe ich ihn runtergeholt. Das hatte ich gerade vergessen. Hier die Dinger hier zu reparieren. Repariere Drähte mit den Tools vielleicht. Das könnte ja eventuell funktionieren. Servendosen, gelber Schlüssel, Schwamm, Silberschlüssel, rostiger Schlüssel, Werkzeug. Autsch. Da hat er eine gefackelt gekriegt offensichtlich. Mit was könnte er das denn noch reparieren? Zerrissener Umschlag, leuchtender Schlüssel. Nicht, dass er jetzt einen Schock kriegt da und tot umfällt. Das wäre ja auch blöde. Ah, weißt du, was wir machen? Ich weiß, was wir machen. Der muss hier jetzt nochmal hingehen und ich gehe mal zu Wendy. Ich weiß, was ich mache. Dass er das reparieren kann und keine gefackelt kriegt, machen wir jetzt unten mal eben den Strom aus. Und probieren das dann nochmal. Das weiß ich, weil mein Papa, der ist Elektriker, weißt du? Und da musst du wissen, bevor du kaputte Drähte reparierst. Ach Mist, jetzt kommen wir da nicht runter. Dave. Bevor du kaputte Drähte reparierst, machst du immer schön Strom aus. Ne? Deshalb gehen wir jetzt runter. Ach, jetzt hätte ich der Wendy den Umschlag mitbringen können, nicht Heinz Harald. Naja, das machen wir später. Dann hätte der Dave jetzt mal mitnehmen können. Der hat ja jetzt noch einen zerrissenen Umschlag, der Bernie. Hat er noch einstecken. Hat er natürlich gleich zerrissen, der Hampelmann. Machst du mal unten Strömchen aus, Davy. Davy, my biggest friend. Not really. I love the Burnet. Very muchly. Geh! Mann. Jetzt drückst du mal hier on the Gargoyle. Kobold. Gargoyle heißt es. Kobold. So, und Lavendi. Lavendi geht jetzt mal hier runter. Macht mal so Strom aus. Und dann probieren wir da oben beim guten Burnet nochmal den Kram da zu reparieren. Benutze. Das klappt nicht. Wie ging das denn nochmal? Zieh, Hauptschalter. Wie hatte ich das denn vorhin gemacht? Ach, schalt aus. Hauptschalter. Nein, schalt aus, Hauptschalter. Ja, okay. Jetzt gehen wir zum Burnet. Der müsste ja genau. Und die wollen wir bitte... Oh Gott. Oh nein, warum? Gleich explodiert's. Ich weiß es. Na toll, jemand hat den Strom abgedreht. Jetzt schmilzt mir wieder der Reaktor. Wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn andauernd solche Sachen passieren? Ich hab Gänsehaut. Ich hab Angst, dass... Tentakel stillgestanden. Ah, okay. Hier bin ich. Hier haben wir wieder ein Problem. Jawohl, Sir. Okay. Wir müssen uns jetzt beeilen. Und es ist saulaut. Und ich muss jetzt ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Werkzeug. Repariere Drähte mit Werkzeug. Es ist ziemlich dunkel. Scheiße! Aber es sollte klappen. Okay. Wendy. Schalt ein. Hauptschalter. Gott sei Dank. Und schnell weg hier. Hau ab, Wendy. Nein, vorne rum. Du musst wegrennen, bevor die lila Tentakel kommt. Sonst nimmt die dich fest, sag ich dir. Komm schon. Wenn nicht, müssen wir das Ganze jetzt gleich nochmal probieren, wenn das nicht funktioniert haben sollte. Versteck dich mal bitte da drin. Müssen wir das Ganze jetzt gleich nochmal probieren? Geh mal weg. Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Drähte. Stand da schon immer nur Drähte oder stand da kaputt? Die sehen immer noch kaputt aus. Mist. Taschenlampe. Vielleicht müssen wir die anmachen. Aber das weiß ich nicht. Taschenlampe. Hat das jetzt hier funktioniert oder nicht? Ich bin mir unsicher. Die sehen noch genauso aus wie vorher. Ich weiß jetzt nicht, ob das geklappt hat gerade. Aber da stand ja, es sollte geklappt haben. Aber vielleicht halt auch nicht.
Irgendwas müsste ja passiert sein, wenn es geklappt hätte. Dann würde das hier bestimmt anders aussehen. Es sieht ja immer noch so aus. Wir machen es nochmal. Wendy, du musst nochmal ran. Wir stellen uns nochmal dem schrecklichen Geräusch, gehen hier runter. Man hat ja anscheinend schon ein bisschen Zeit. Sie hat ja jetzt auch Zeit, wieder rauszugehen. Und wenn sie erwischt wird, gut, dann kommt sie halt jetzt nochmal in den Knast. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich kriege zwar immer einen halben Herzinfarkt. Vor allem bei diesem Geräusch kriege ich immer so einen Herzinfarkt. So, aus damit. Ab zum Burnet. Taschenlampe. Schalt die mal ein. Warum? Warum ist das jetzt aus? Batterien leer? Die habe ich doch eben erst rein. Hä? Die haben wir noch gar nicht benutzt. Die haben beim letzten Mal wesentlich länger gehalten, die Batterien. Ach nee, oder? Oh. Wieso sind die denn jetzt schon alle gegangen? Soll ich jetzt nochmal probieren? Die braucht Batterien. Wir hatten doch Batterien. Was ist denn jetzt los? Edna, ich habe Ärger mit dem Zombie-Matt. Ich muss mal den Strom abdrehen. Es dauert nur 5 oder 6 Minuten. Ist das alles, was du zu sagen hast? Du warst unten im Keller seit über 5 Jahren. Manchmal glaube ich, du liebst den Meteor mehr als mich. Beruhig dich, mein Schnuckiputz. Bald wieder alles okay oder so. Ich hab's nicht gelesen. Sicher. Ja, der Strom ist doch schon abgestellt. Die scheiß Taschenlampe. Schalt mal ein. Braucht Batterien. Repariere, drehte mit. Scheiße. Scheiße. Nein. Ich krieg dich. Auch noch das, Malheur. Mach schnell den Hauptschalter wieder an. Komm schon. Oh Mann. Mach die Tentakel. Hab ich dich beim Spionieren erreicht? Dr. Fred bezahlt mich gut für so etwas. In das Verlies, Eindringling. Ja, und wer macht jetzt den Scheiß da wieder an? Beziehungsweise der andere Spinner hat's ja ausgemacht. Ich kapier gar nichts mehr. Hoffentlich verfaulst du hier. Ja, schön. Meine Ohren verfaulen auf jeden Fall gerade. Ziemlich extremolissimo. Gleich explodiert das Haus. Ich hab da so eine Ahnung. Wo ist denn eigentlich der Dave? Dave? Wo ist der denn? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo der ist. Mist. Burnett. Drähte. Reparier doch nochmal die Drähte. Mit. Rostiger Schlüssel. Hilfe, es ist schrecklich. Werkzeug. Es ist ziemlich dunkel, aber es sollte klappen. Ja. Hoffentlich. Schwamm. Probieren wir es einfach nochmal. Wir probieren es jetzt einfach mal ganz oft. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Außer das, was ich gerade mache. Hier unten bei der Wendy ist wenigstens hell. Vielleicht bleiben wir mal ein bisschen hier. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Also ich weiß, wo Burnett ist. Das steht ja hier. Vernageltes Fenster. Vielleicht kann man das auch öffnen. Und jetzt? Explodiert jetzt wieder alles? Na klar. Ach nein. Oh nee. Och nö. Ich habe noch überlegt zu speichern. Weil das hätte ja auch nichts gebracht. Das war jetzt ein bisschen gemein. Diese Zwischeneinblendung mit dem... Doktor, dass der da irgendwie... Schade. Zu Ende schreibt man auch nicht zusammen. Das ist jetzt wieder ein bisschen blöd. Oh nee. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ach, das ist jetzt echt wieder blöd. Insofern, ich sitze hier immer, wenn das passiert ist und weiß gar nicht, was ich machen und was ich sagen soll. Das ist jetzt einfach ein bisschen blöd, weil ich gerade wieder relativ lange nicht gespeichert habe. Also wirklich lange nicht, oh Gott. Das letzte Mal, als wir da im Keller waren.
Oh, ich weiß echt nicht, wie lange ich das Spiel hier noch aushalte. Weil es einfach für ein Let's Play so anstrengend ist, immer wieder zu sterben. Das Spiel ist zu Ende. Wir hören jetzt halt wieder mal auf mit dieser Session, mit dieser Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Ich überlege mir, wie es weitergeht. Vielleicht einfach mal mit einem anderen Let's Play. Bis dahin. Eure Penetica. Ciao, ciao.